Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen und willkommen zu meinem ersten Beitrag zu unserem fantastischen Retro-Battle. Ja, heute oder diese Woche ist es ja dran, was sich der Waldemar gewünscht hat und vor diesem Video, ehrlich gesagt, habe ich echt Angst. Ihr habt es wahrscheinlich schon bei anderen Beiträgen gesehen, Mortal Kombat 2 ist dran, Regel ist höchster Schwierigkeitsgrad, freie Kämpferauswahl und mal gucken, wie weit man kommt. Das Problem ist, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Und dennoch höchster Schwierigkeitsgrad. Und bei Fighting Games bin ich jetzt eh nicht so der Profi. Schwer. Ich erwartet nicht viel von mir, auch dass ich nicht weiterkomme. Ich nehme an, das Video wird auch nicht sehr lang sein. Ja, zum allgemeinen Ablauf habt ihr wahrscheinlich schon so einiges zugehört, so zu dem Retro-Battle. Ich finde es fantastisch, dass wir so viele nette neue Leute mit ins Boot reingeholt haben. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie wir. Mein Spiel, was ich mir gewünscht habe, kommt ganz zum Schluss. Und ein kleiner Tipp, was für ein Spiel das sein mag, nämlich das erste Spiel, was ich jemals auf meinem Kanal getestet habe. Fortress of Fear. Darauf freue ich mich schon tierisch. Ihr liebt das Spiel auch alle, wie ich weiß. Aber na gut, jetzt habe ich lange genug gelabert und jetzt will ich mich mal reintrauen. Okay, also wir müssen zuerst in die Optionen reingehen natürlich. Höchster Schwierigkeitsgrad. Also ich würde sagen, very easy ist denn auch der entsprechende Schwierigkeitsgrad, oder? Nee, okay, gut. Wir machen natürlich very hard. Start. Gut. Ganz ehrlich, mir sagen die meisten Kämpfer nicht so wirklich was. Aber wenn ich Fighting-Spiele spiele, spiele ich meistens so diese etwas agileren, die nicht ganz so viel Schaden machen. Ich gehe mal davon aus, dass die Damen das sind. Deswegen nehme ich einfach mal die. Schauen wir mal. Ha, gegen den Game Sub-Zero. Ich habe keine Ahnung, wie sie alle heißen. Gucken wir mal, okay. Ja, ja. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Diese Runde werde ich definitiv nicht gewinnen. Ach du Scheiße. Ha! Fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm! Oh, so knapp davor. So knapp. Ja. Kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Ha. Dass es jetzt so kurz ist. Ha. Ich würde sagen, damit das Video jetzt nicht zu kurz bleibt. Also, wie ihr seht, ich habe bei der ersten Runde versagt, Überraschung. Und wenn es auf Gleichstand hinauskommt, ich habe schon teilweise gehört, dass es den anderen Leuten teilweise eh nicht geht. Zählt ja, ja, wir wollten eigentlich sagen Punktestand, aber das gibt es ja nicht. Aber ich habe zumindest bei einem zweiten Match habe ich ihn fast K.O. gekriegt. Also wenn das vielleicht was zählt. Ich mache mal hier so auf Medium, mache ich nochmal eine Runde. Diese ist natürlich außer Konkurrenz, logischerweise. Nehmen wir nochmal die. Ich fand die eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hatte auch so eine Art Special Move raus, ne? Mit diesem Pupp und dann oben raus. Aber Fighting Games bin ich nie so der Experte gewesen. Hey, ich hätte doch eigentlich treffen müssen, oder? Wobei natürlich Mortal Kombat natürlich damals immer. Ich merke gerade der Schwierigkeitsgrad, der ist total irrelevant für mich.
Herrlich. Blong, blong, blong. Oh Gott, okay. Da war ich ja gerade besser als bei Medium. Okay, gut. Also in dieser Runde werde ich auf jeden Fall nicht gewinnen. Aber da habe ich gleich so den größten Brocken vor meiner Brust, habe ich jetzt quasi entfernt. Wir haben ja auch ausgemacht, dass wir vorher natürlich explizit nicht üben. Dadurch hat das natürlich dann so gesehen, jeder den Vorteil in seinem selbstgewünschten Spiel hat. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wenn ich jetzt die Videos sehe, wie sich der Waldemann geschlagen hat. Im Zweifel nämlich wesentlich besser als ich. Also, die nächsten Wochen geht's weiter. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt so sehr wie uns auf jeden Fall. Danke, dass ihr reingeschaltet habt, ihr fantastischen Menschen da draußen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.